Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und das ist heute ein sehr, sehr wichtiges Video. Normalerweise machen wir jetzt montags immer ein Live-Video, wo wir ein bisschen auf die Märkte eingehen, aber ich habe in den letzten Tagen und Wochen so viele E-Mails, Anrufe und Gespräche gehabt bezüglich, wie geht es denn weiter, wenn du jetzt mit dem Coaching aufhörst, dass ich das heute mal in dieser Mail einfach mal klarstellen möchte und einfach mal ein paar Dinge erklären möchte, dem einen ein bisschen Angst nehmen möchte und den anderen vielleicht auch ein paar Worte mitgeben möchte, was definitiv jetzt nicht passieren wird. Vor ein paar Tagen, das ist glaube ich jetzt 2-3 Wochen her, habe ich ja schon mal ein Video veröffentlicht, wo es hieß, nie wieder Coaching. Und ich hatte natürlich damit gerechnet, dass es im Nachgang dann hier ein paar Reaktionen geben wird. Aber so viele Reaktionen, das hätte ich mir beim besten Willen nicht ausgemalt. Es war also wirklich extrem viel dabei. Ich habe wahnsinnig viele Anrufe bekommen. Sehr viele Kunden vor allen Dingen haben geschrieben. Im Coaching haben wir extrem viele Nachrichten bekommen. In den Chats, wenn wir unser Live-Coaching machen, montags und mittwochs, im Helpdesk. Donnerstag für unseren Börsen-Dienst. Also es kam wahnsinnig viel Feedback und an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank an alle, die hier so viel positives Feedback an mich zurückgegeben haben. Ne? Ganz viele haben gesagt, Mensch, es ist ja schade, dass du jetzt weg bist und dass du nichts mehr machst, aber ich kann es natürlich auch verstehen und da sind viele, viele Dinge gekommen. Allerdings muss ich, glaube ich, noch eine Sache hier ein bisschen klarstellen, denn viele haben so das Gefühl, und das liegt natürlich an mir, ich hätte es euch etwas anderes kommunizieren müssen, viele haben das Gefühl, dass ich mich jetzt quasi hier aufs Rententeil zurückziehe und meine finanzielle Freiheit genieße und jetzt den ganzen Tag nur noch zu Hause sitzen werde, hier die Bücher alle lesen. Ich habe ja gesagt, ich will mehr lesen und dass ich nichts mehr mache. Und dem ist definitiv nicht so. Und aus dem Grund will ich heute nochmal das Video nutzen und einfach ein paar Dinge da euch etwas genauer erklären. Also, Punkt Nummer 1. Ich höre nicht auf. Der einzige Punkt, der sich verändert, und zwar zum 31.12., ist, dass es dieses 1:1 Coaching, so wie wir das jetzt gemacht haben, dieses Live-Coaching, was ich immer montags und was ich immer mittwochs gemacht habe und was ich mittlerweile seit über 10 Jahren gemacht habe, dass dieses Coaching, das wird es in dieser Form nicht mehr geben. Und die Gründe habe ich euch schon im letzten Video genannt. Es hat aber überhaupt nichts mit einigen Punkten zu tun, die hier jetzt manchmal in den Mails oder auch im Forum auf Facebook, in der Gruppe und so weiter angesprochen wurden. Und zwar Punkt Nummer 1. Es ist geschrieben worden, Mensch Jens, ich kann verstehen, bei den Kunden und bei den manchmal doch etwas sinnlosen Kommentaren, dass du keine Lust mehr hast, Coaching zu machen. Falsch. Also, es hat definitiv überhaupt nichts mit euch, meinen Kunden, zu tun. Ganz, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich das weinende Auge an dieser ganzen Sache. Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Und das weinende Auge ist ganz einfach, dass ich hier gerade auch im Coaching, weil Coaching ist nun mal eine sehr, sehr enge Geschichte, wenn man das macht. Und wie gesagt, ich mache das schon seit 10 Jahren, dass ich so viele tolle Leute kennengelernt habe durch das Coaching, dass ich das definitiv vermissen werde. Ne? Also es liegt überhaupt nicht an den Kunden, dass mir die Kunden auf, wie heißt es schön, auf den Keks gegangen werden oder dass die nerven würden oder weil ich jede Woche immer wieder das Gleiche erzählen muss, in keinster Weise. Sondern die Kunden, das war wirklich das Allerbeste hier im Coaching. Und es ist wirklich auch nach wie vor mir immer eine Ehre und eine Freude, Coaching machen zu dürfen, weil es einfach so riesigen Spaß macht. Ne? Gerade das ganze Feedback, was kommt, das Fragen, die kommen. Und wenn du eine Frage 10-mal beantworten musst und manchmal auch 20-mal, dann kann man vielleicht denken, das nervt dich mit der Zeit. Aber es ist ja nie genau die gleiche Frage. Es ist immer ein bisschen anders gestellt. Die Märkte verändern sich. Du musst immer ein wenig darauf eingehen. Und das ist also wirklich etwas, wovon ich extrem profitiert habe und auch von den Menschen, von denen diese Fragen kommen. Also ich war jetzt, ich gucke hier auf meinen Kalender gerade, noch gut 2 Wochen und ich fliege in den Urlaub. Und zu wem fliege ich? Zu einem sehr, sehr guten Freund, den ich durch das Coaching kennengelernt habe. Wir waren am Samstag bei sehr guten Freunden von uns zum Grillen. Wo habe ich den kennengelernt?
durchs Coaching. Ne? Also ich habe durch dieses Coaching unheimlich viele tolle Menschen kennengelernt und es ist also definitiv nicht der Grund, dass mich die Kunden in irgendeiner Art und Weise nerven würden. Der einzige Grund, wirklich das zu tun, ist, dass wir uns als Firma hier ein bisschen anders aufstellen wollen, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit haben möchte für andere Dinge und die anderen Dinge, die kommen. Und zwar wird es da eben zwei ganz große neue Dinge geben. Und zwar zum einen, wofür ich etwas mehr Zeit benötige, das ist unser Handel. Ne? Also gerade heute früh habe ich die Nachricht erhalten, dass der Fonds, an dem wir arbeiten, dass der mittlerweile überall gelistet ist. Wir warten immer noch auf eine letzte Unterschrift der BaFin, aber es gibt schon Wertpapierkennnummern und so weiter, ist bei Bloomberg schon gelistet, überall. Das heißt, da geht es jetzt los und da muss ich mich natürlich darauf konzentrieren. Das ist eine Riesenverantwortung, die ich hier übernehme, auf die ich mich wahnsinnig freue mit meinem ganzen Team. Das ist echt für uns ein Riesenschritt, das zu tun, und das kann man nicht so nebenbei machen. Ne? Und deswegen ist das einfach wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen uns auf diesen Handel konzentrieren. Nicht nur auf den Handel für den Fonds, sondern natürlich auch für unsere Konten, die wir im OSPI haben, also in unseren Managed Accounts, für die Konten, die wir in unserem Börsenbrief machen. Also all das, was wir an Handel machen, wollen wir uns einfach darauf konzentrieren. So, aber was machen wir weiterhin? Ihr hört es hier im Hintergrund immer mal. Es wird über mir, wird hier immer noch gesägt, gehämmert und gemacht. Es geht voran, unser Umbau. Ne? Der schreitet voran. Und ich habe euch immer ja mal ein bisschen mir das erzählt. Wer mir auf Instagram folgt, der hat immer mal Bilder auch schon gesehen. Und wir investieren hier in dieses Gebäude eine hohe sechsstellige Summe. Und das machen wir doch nicht, weil wir nichts mehr machen wollen. Ganz im Gegenteil. Ne? Wir bauen hier neue Schulungsräume. Und warum wollen wir das machen? Naja, weil wir eben hier anstatt des Coachings wir wollen andere Formate ganz einfach anbieten. Ne? Wir haben einfach festgestellt, und ich habe festgestellt aus den Rückmeldungen, dass wir sehr viele Veranstaltungen jetzt auch dieses Jahr schon gemacht haben und auch im letzten Jahr, nämlich diese Profi-Seminare, und die sind unheimlich gut angekommen. Warum? Weil man eben sehr, sehr intensiv an einem Thema arbeiten konnte. Und deswegen werden wir das in Zukunft auch weiterhin machen. Und wir werden das noch extrem ausweiten sogar. Das heißt also, wir werden hier wirklich ganz gezielte Schulungen anbieten können. Wir bauen eine richtige Akademie hier auf. Und zwar natürlich zum Thema Optionshandel, aber auch zu Themen wie investieren. Und zwar, warum investieren? Nicht etwa, weil wir jetzt sagen, das ist jetzt der neueste Trend, wo wir jetzt aufspringen müssen. Nein, sondern weil wir das ja auch selbst tun. Ne? Wir wollen also das, was ich hier mache, was ich hier mit meinem Handelsteam mache, das wollen wir eben auch nach außen bringen, und das können wir in so einem Rahmen wie hier deutlich, deutlich besser machen. Ne? Wir können es viel intensiver machen, sodass die Lerninhalte viel intensiver rüberkommen. Wir können es von der Zeit her viel mehr komprimieren, dass jemand, der das bei uns macht, wirklich in viel kürzerer Zeit viel mehr Wissen bekommt. Und wir haben da wirklich schon ganz, ganz, wir saßen heute früh erst wieder hier am Montag fast 2 Stunden das ganze Team zusammen und haben an den Plänen gearbeitet, haben uns da gegenseitig Ideen hin und her geschoben. Wir sind da schon sehr, sehr weit, also da wird sehr viel kommen. Wir werden verschiedene Formate anbieten, das geht von einzelnen Tagesklassen, das geht bis zu kompletten Handelswochen, die wir hier machen werden, das geht von Austauschgruppen, also wo dann Teilnehmer, die ungefähr auf dem gleichen Level sind, sowohl was die Konten betrifft, als auch was den Wissensstand betrifft, die können bei uns hier zusammenkommen, die können sich gegenseitig austauschen und so. Und da werdet ihr wirklich ich gebe mir mal noch 2-3 Monate Zeit, bis das alles durch ist, da werdet ihr ein Feuerwerk hier sehen, was wir da an neuen Ideen haben, was wir für neue Dinge herausbringen, die es so auch in Deutschland zumindest bislang in Börsenausbildung nicht gibt. Ne? Es gibt viele gute Ausbildungen da draußen, aber schon allein die Tatsache, dass das die meisten Coaches von ihrem Küchentisch aus machen, das ist bei uns ein bisschen anders. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir eine extrem große oder großen Wert auf Qualität legen, dass wir hochwertige Produkte herausbringen wollen und immer schon herausgebracht haben. Und das werden wir auch weiterhin tun. Und deswegen kann ich auch alle
Marktbegleiter. Ja, tut mir leid, wenn ihr gedacht habt, ihr könnt da jetzt einfach so in unsere Fußstapfen treten. Nein, könnt ihr nicht, weil wir sind ja gar nicht weg, wir sind da. Wir haben übrigens auch ganz viele Angebote bekommen. Ne? Also wir haben ganz viele Angebote bekommen, dass wir unsere Kundenlisten verkaufen. Ne? Also das wirklich Beträge unvorstellbar, wo Leute gesagt haben, Mensch, komm, ich zahle dir eine Summe X, kann ich deine ganzen Kundendaten bekommen, empfiehl mich doch als Coach weiter und so. Und da kann ich natürlich nur sagen, no way. Na, wir werden nie und nimmer unsere Kunden verkaufen. Wir werden nie und nimmer unsere Interessentenlisten weggeben, sondern wir sind ja nicht weg. Wir sind ja da. Ne? Wie gesagt, nur dieser eine kleine Punkt, das Coaching, was wir immer gemacht haben, diese 2 Stunden in der Woche, das ist das Einzige, was wir nicht mehr machen werden. Wir werden eben viele, viele andere Dinge machen. Es wird sehr viele neue Online-Produkte auch geben, wo man auch hier sagen kann, wie ein Baukastensystem holt man sich verschiedene Dinge zusammen und sagt, ah, ich interessiere mich jetzt nur für das Thema, also greife ich mir diesen Baustein heraus. Und ein anderer sagt vielleicht, ich interessiere mich für das Thema, dann greift er sich diesen Baustein heraus. Jemand, der Einsteiger ist, kann auf einer relativ niedrigen Stufe anfangen und sich hocharbeiten in seinem Wissensstand. Jemand, der sagt, ah, das weiß ich ja alles schon, warum soll ich denn das machen? Der kann wo ganz anders einsteigen. Also das sind wirklich ganz, ganz viele tolle Ideen und Projekte, die wir gerade umsetzen und für die wir auch, und das werdet ihr auch hier demnächst mitbekommen, ganz viele neue Mitarbeiter einstellen. Ne? Und da reden wir nicht von 1 oder 2, sondern eher so von 7, 8, 9, die wir hier demnächst einstellen werden. Und da ist vielleicht auch der ein oder andere, der sich von euch interessiert, hier in dieser Branche zu arbeiten, der sich interessiert, mit mir zu arbeiten, in unserem Team zu arbeiten, dann bleibt mal gespannt. Das geht jetzt in den nächsten paar Wochen los, dass wir dann auch hier bekannt geben, was wir da alles suchen, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ne? Also wir suchen, wir werden dann Trainer ausbilden und einstellen, wir brauchen Leute für Social Media, wir brauchen Leute für die Buchhaltung, also ganz, ganz viel verschiedene. Und auch da durfte ich in den letzten Jahren mit Mitarbeitern wahnsinnig viel lernen. Jeder Mitarbeiter, der hier war bei mir, der noch da ist oder der auch vielleicht nicht mehr da ist, hat mir natürlich da unheimlich viel Wissen mitgegeben. Und wenn es nur ist, dass man sagt, definitiv so jemanden würde ich nie wieder einstellen. Ne? Also ganz, ganz toll, was ich da in den letzten Jahren erleben durfte. Und das nutze ich natürlich alles. Ne? Also deswegen, habt keine Sorge, ich bin weiterhin da. Das, was hier oben drin ist, das möchte ich weiterhin an euch rausgeben. Und wer also jetzt wer mit uns weiterhin lernen möchte, ne, der wird die Gelegenheit haben und ich kann euch versprechen, er wird bessere Möglichkeiten haben als noch jetzt im Coaching. Das Coaching ist jetzt nochmal super nachgefragt worden, ne, da freue ich mich ganz, ganz viele neue Teilnehmer auch dabei und wir geben jetzt auch das letzte halbe Jahr nochmal ein bisschen Gas. Das heißt, ich werde jetzt auch schon mal ein paar Dinge zeigen im Coaching, die ich bislang noch nicht gezeigt habe, die wir bislang nur privat gemacht haben, in unseren privaten Konten, die wir nicht in den Coaching-Konten gemacht haben. Ja? Also wer noch dabei sein will, ihr habt noch, heute ist der 18., ihr habt noch 12 Tage Zeit, euch anzumelden. Nur dieses eine Format, das schließen wir eben jetzt zum Ende des Monats, dann geht es nur noch bis Ende des Jahres und dann hört das auf. Übrigens, weil da auch viele gefragt haben, jeder, der sich bei uns im Coaching angemeldet hat und bis Ende des Jahres dabei ist, die Inhalte bleiben natürlich verfügbar. Wir schalten da nicht den Server ab und sagen so, die ganzen aufgezeichneten Stunden, die wir hier gemacht haben, hunderte von Stunden sind das ja, die sind dann weg. Nein, da hat natürlich jeder, der bei uns im Coaching dabei war und bis zuletzt dann auch dabei ist, der behält natürlich weiterhin dann Zugriff darauf. Ne? Und wie wichtig das auch ist, dass man an diesem Thema dranbleibt, gerade wenn man es nicht, wie die meisten, die hier zuschauen, nicht hauptberuflich macht. Ne? Wenn das jemand hauptberuflich macht, wenn das jemand sein Job ist, der ist Trader und so, dann ist das immer noch was anderes. Aber vor allen Dingen die meisten unter euch, die das Ganze nebenberuflich machen und auch vielleicht nie vorhaben, das irgendwie als Beruf zu machen, was vollkommen okay ist. Ne? Es ist einfach wahnsinnig wichtig, sich weiterzubilden, immer dran zu bleiben. Und das nicht, das sage ich jetzt nicht, weil ich Coach bin oder so eine Akademie bald habe oder ja jetzt schon eine gut laufende Ausbildungsfirma, sondern
überlegt mal, wenn einer zum Arzt geht und ihr würdet zu dem Arzt kommen und der würde euch sagen, ja, ich habe vor 30 Jahren studiert, ich war der Allerbeste in meinem Studium und ich habe alles mit 1 abgeschlossen und was hast du seither vor Weiterbildung gemacht? Keine einzige. Wäre ein bisschen schlecht. Ne? So, und genauso ist es halt bei uns. Ich gehe auf Seminare. Ich habe dieses Jahr schon 2 Seminare besucht. Ich gehe noch auf 2 weitere. Noch auf 2 weitere Seminare. Ne? Also auch ich bilde mich weiter. Ich bringe Dinge voran. Und wie wichtig das ist, habt ihr vielleicht gerade heute Vormittag gemerkt, ihr habt vielleicht in euer Konto reingeschaut und festgestellt, da taucht doch hinter manchen ETFs plötzlich so ein Symbol auf und ihr könnt die, es kann sein, ihr könnt die nicht mehr handeln. Ihr könnt plötzlich keinen VXX mehr handeln. Ihr könnt plötzlich keinen Q mehr handeln. Ne? Also die Qs, ihr könnt vielleicht plötzlich keinen Spider mehr handeln, auch keine Optionen darauf. Was ist denn da los? Und was da los ist, verrate ich euch am Mittwoch im Video. Aber da ist es einfach wichtig, dass man jemanden hat, auf den man dann zugreifen kann und sagen, hey, gib mir doch mal, was ist denn da jetzt so? Ne? Weil wenn ihr da jetzt privat anfangt, danach zu suchen, und das ist nur ein kleiner Punkt, dann wird es halt wahnsinnig schwierig. Und ihr müsst einfach dranbleiben, wo ihr das macht, wo ihr euch weiterbildet. Das liegt in euren Händen. Ob ihr das bei mir macht, ob ihr das bei einem Marktbegleiter macht, ob ihr das irgendwo anders macht, ne? Das ist vollkommen egal. Aber ihr müsst euch zwingend immer weiterbilden. Ihr müsst immer dranbleiben, weil es einfach so viele neue Dinge gibt, auch an der Börse. Natürlich, es gibt Dinge, die bleiben immer gleich. Eine Unterstützung ist eine Unterstützung, ein Widerstand ist ein Widerstand, ein Delta 10 ist ein Delta 10, aber sonst, die Märkte ändern sich doch. Es gibt neue Finanzprodukte, manche sind innovativ und sehr, sehr gut, manche sind innovativ und eher weniger gut. Es gibt neue, gerade hier, was ihr zum Beispiel auch mit den ETFs, regulatorische Bestimmungen. Und wer das nicht kennt, wer sich damit nicht beschäftigt, der wird auf der Strecke bleiben. Und deswegen, das ist auch mein Anliegen und natürlich mache ich da auch ein Geschäft daraus. Das ist ja ganz klar und jeder, der das nicht versteht, versteht auch nicht, wie Börse funktioniert. Ne? Aber das ist auch mein Anliegen, euch durch diesen Dschungel, den es da gibt, mitzunehmen. Und ich freue mich da auf die vielen, vielen neuen Dinge, die da kommen und zwar mit euch gemeinsam. Also das ist ja hier keine One-Man-Show, die ich hier alleine veranstalte. Und die ich für mich mache, sondern das mache ich ja für euch, für die Kunden und das lasst euch da also überraschen, habt da keine Sorge, ich bin also nicht weg und ich wiederhole es auch nochmal, es ist auch kein Marketing-Gag. Ne? Es ist also nicht, ich mache nicht die Howard Carpendale-Nummer, so nach dem Motto, meine Abschiedstour, jetzt der letzte Monat nochmal schnell Coaching buchen und dann nie wieder und dann im Januar, aufgrund der großen Nachfragen, habe ich es jetzt doch nochmal gemacht. Nein, das wird es nicht geben. Das Coaching in der bisherigen Form, das beenden wir zum Ende des Jahres. Bis dahin nochmal, geben wir nochmal richtig Gas in dem Coaching, zeigen nochmal ganz, ganz viele tolle Sachen und dann wird es neue, andere, innovativere Konzepte geben, Verbindungen aus Online und Offline. Ne? Also wirklich richtig coole Sachen und freut euch darauf. Mir war es wichtig, euch heute einfach das nochmal hier rüberzubringen, euch das hier zu erklären, damit ihr da keine Sorgen habt. Und falls ihr Fragen habt, ne, falls ihr Ideen habt, falls ihr sagt, hey, das ist ein Thema, was mich mal interessieren würde, das ist eine Schulung, die mich interessieren würde, das ist ein Fachgebiet, auf dem ich mich, muss natürlich irgendwas mit Börse und Optionen zu tun haben, gerne weiterbilden würde, ne? Dann schreibt mir das, schreibt mir E-Mails, schreibt mir das hier in die Kommentare, schreibt mir das in die Facebook-Gruppe, wo auch immer, ne? Schreibt uns das, weil ich lebe natürlich auch von eurem Feedback und ich freue mich da auch immer sehr, wenn es da etwas gibt. So, das war's für heute. Am Mittwoch dann im Video, da geht es darum, wieso können wir denn unter Umständen keine ETFs mehr handeln, ne? Oder keine Optionen mehr aufs ETFs. Werde ich euch am Mittwoch eine genaue Erklärung geben und bis dahin bleibt diesem Kanal treu. Danke für eure Zeit, für euer Zuschauen, für den vielen, vielen Zuspruch und bis dahin eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.